kleiner Hochhausroboter. Treuen im Vogtland, Postleitzahl 9708, Kreis Auerbach, Bezirk Chemnitz. Von Thorsten Schauer, herausgegeben von Treuner Filmkino, zum Jubiläum ein Jahr Treuner Filmkino. 15.06.89 und 15.06.1990 ist dann der Film gemacht worden, sozusagen. Oh, sogar in Farbe. Der kleine Hochhausroboter saß auf seinem Hochhaus und war etwas traurig. Überall waren dicht auf dicht die verschiedensten Leute zusammengewürfelt und niemand schien sich so richtig zu verstehen. Er dachte an seinen Heimatplaneten, wo er einst herkam, um auf der Erde den Menschen für eine Erleichterung zu sorgen. Da wollte er wieder hin, zu seinen Kollegen. Die Menschen hatten es schon rausgefunden, wie man Sachen in die Luft schießen konnte. Und das wollte er irgendwie nachbauen. Fasziniert schaute er bei einem Raketenstart zu und erhielt so die Details, wie man solche Triebwerke bastelt. Er fand auch einen Schuppen, der für sein Vorhaben genau richtig war. Seine erste Bastelwerkstatt. Hier ging es nun ans Werk. Die Rakete konnte gebaut werden. Nach einiger Zeit war die Rakete dann endlich fertig. Und nachdem er auch eine Luke in das Dach baute, sodass die Rakete gleich aus dem Schuppen starten konnte, konnte es losgehen. Mit Getöse zosch die Rakete gen Himmel. Aber just über dem Berliner Turm machte es groß Peng und eine Triebwerkdüse fiel von der Rakete hinunter. Mit lautem Getöse, mit Peng und Krach krachte er wieder auf einem Hochhaus gegen einen Schornstein. Traurig lief der Roboter umher und überlegte, wie es nun weitergehen konnte. Da kam ihm die Idee, das verbliebene Triebwerk, was ja noch funktionierte, einfach unter seine eigenen Füße und sich selbst als Rakete zu nehmen. Er war ja ein Roboter, brauchte also keine Luft zum Atmen und solange Energie da war, ging es vorwärts. Also machte er sich daran, die ganze Nacht lang das Triebwerk an seine Füße zu basteln. Und siehe da, es funktionierte, das Triebwerk schoss ihn in die Höhe. Ziemlich schnell fand er auch einen Stern, der so aussah wie sein Heimatplanet. Rosa, daran konnte er sich erinnern. Und dieser winkte auch noch so lustig zu, da muss man doch mal gucken, was los ist. Dort angekommen, begrüßte ihn ein Hund. Mit lautem Wauwau begrüßte er ihn. Der Hund rannte in den Wald und es schien so, als solle der Roboter ihm folgen. Im Wald angekommen, war unter Gestrüpp versteckt ein Mobil. Das kam dem Roboter gerade recht. Die Energie war sowieso ziemlich niedrig und für einen langen Weg, um irgendwelche Leute zu finden, die ihm sagen konnten, ob er richtig war, war dieses Gerät perfekt.
Vorbei an Riesenpilzwäldern ging es, bis er schließlich an einem Haus ankam. Dort wurde er von einem Eiermenschen begrüßt. Naja, dies war jedenfalls nicht sein Planet, aber die Eiermenschen waren sehr nett gewesen. Und sie gaben ihm ihre fliegende Untertasse, um den restlichen Weg zu seinem Planeten fortsetzen zu können. Nun hatte er es richtig schön. Das war ein super fliegende Untertasse. Damit konnte man einwandfrei nach Hause fliegen. Und diesmal fand er ihn endlich. Das war sein Planet. Mal gucken, ob jemand da ist. Und sein altes Haus stand auch noch. Ha, mal sehen, ob da jemand drin ist. Jawohl, alle sind sie wieder beieinander. Jetzt hat er seine Roboterkumpels wiedergefunden. Ja, das war mein erstes selbstgebautes Kino. Irgendwie liegt es bei uns in der Familie. Hier kleiner Beweis, dass es wirklich 1990 war. Ja, das war ja damals voll in gewesen, die Dinger hier. Und ja, irgendwann 1988 war ich auf dem Boden von der Oma. Und da oben war so eine Pralinenschachtel mit so einem Loch in der Mitte und zwei Streifen hinten dran und ein paar von solchen bemalten Filmrollen. Ne? Das waren solche Zwischenbänder von den alten Filmrollen gewesen. Die konnte man super nehmen, um Filme drauf zu malen. Ja, und als ich danach fragte, kam raus, dass mein Onkel Peter das Pralinenkino gemacht hatte und dass irgendein Uropa oder Uropa von mir hier in Treuen auch schon mal ein Kino hatte, wo damals Western aufgeführt worden sind zur Stummfilmzeit. Ja, also irgendwie liegt es im Blut. Ihr seht, ich muss das machen, was ich machen muss.